Ja, hallo, wir haben heute den Montag, den 10.7. und jetzt haben wir gerade, 23 Uhr und ich bin gerade noch unterwegs, um noch ein paar Kilometer draufzuhauen. Ich habe jetzt 30 Kilometer auf dem Tacho, sieht mir jetzt ein bisschen schlecht, 30 Kilometer auf dem Tacho, 23 Uhr, wie gesagt, an einem Montagabend. Ich fahre jetzt gleich nach Hause, die letzten Meter. Und dann schauen wir uns mal an, was ich die Woche so gegessen habe. Auf jeden Fall sehr, sehr wenige Kalorien auf jeden Fall zu mir genommen. Und ich bin echt gespannt, was die Waage jetzt sagt. Denn ich bin die Woche ein paar Kilometer auf jeden Fall mit dem Fahrrad gefahren. Wie jetzt nochmal, dass ich meine tägliche Dosis halt durch habe. Ja, aber jetzt nochmal so 32 Kilometer heute Abend. Ja, ich bin auf jeden Fall topfit. Und ich fühle mich auch momentan richtig wohl. Deswegen, ja, jetzt geht es die letzten Meter nach Hause und dann geht es gleich direkt auf die Waage. Siebenundneunzig Komma fünf fünf. Nice. Ich wollte es hier einmal nutzen, um Danke zu sagen. Auf Instagram wird gerade von Blackbox, vom lieben Marci oder auch vom lieben Mike schön supportet, unterstützt, motiviert. Das freut mich mega. Dankeschön. Dann schauen wir uns mal die Kurve an. Wie hat sich das Ganze entwickelt? Wir haben ja am 6.6. haben wir angefangen. 104 Kilo Startgewicht. Mann, oh Mann, oh Mann. Nach einer Woche schon am 3.7. sind wir auf 100,8 und jetzt heute 97,55. Also gute 7 Kilo runter in 2 Wochen. Das heißt natürlich ein neues Zielgewicht erstmal setzen. Mal 95 Zwischenziel und dann peile ich mal die 90 an. Hier haben wir es einmal so die Statistik oder ja die ganzen Trainingsübersichten von der letzten Woche. Also sehr oft wieder Fahrrad gefahren. Na, dann schauen wir mal, was ich so gegessen habe die Woche. Ich schaue auf jeden Fall, dass ich unter 1500 Kalorien bleibe. Oben rechts, das Ziel kann man da ruhig ignorieren, was da steht. Aber so seht ihr jetzt einfach mal eingeblendet, was ich so gegessen habe die Woche. Ich schaue auf jeden Fall aktuell, dass ich den Eiweiß Bedarf decke, dass ich das erhöhe, das Ganze. Und ja, ich habe jetzt auch nichts groß gesündigt, keine Süßgetränke getrunken oder ja. Also diese Woche komplett auf Zucker verzichtet, nur mal so ein Karamellbonbon und ein Eis am Wochenende gegönnt. Ja, das war dann die zweite Woche vom Abnehmen bisher. Habt ihr gesehen, also knapp 7 Kilo abgenommen in 2 Wochen. Ich fühle mich auch dementsprechend, also ich fühle mich ziemlich fit, echt gut noch und habe auch jetzt nicht irgendwie das Verlangen groß nach irgendwas Süßem. Das wundert mich am meisten eigentlich. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns einfach nächste Woche Dienstag dann zum nächsten Update. Bis dahin, haut rein, ciao, ciao.